Moin Leute und willkommen zurück bei diesem fantastischen Horrorspiel. In der letzten Folge haben wir versucht, Gibbo seine Kippen zu bringen, aber wir haben vergessen, welche Marke er raucht und deswegen hat das alles nicht funktioniert. Dann war er ein bisschen böse auf uns, aber wir konnten Gott sei Dank durch einen Wassertank entkommen und sind jetzt immer noch auf dem Weg Richtung Quartier. Irgendwo muss es ja lang gehen. Ich denke mal hier, oder? Oh mein Gott. Au. Au, 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 meine Knie. Mit. Ja, aber es tut ihm doch leid, oder? Dann ist doch alles gut. Wenn es ihm doch leid tut. Oh. Hi. So, wir sind da. Watertanks Level 1. Exit bis zum Gemeindebereich. Ebene 1. Wassertanks. Leute. Hier könnte man aber auch noch hoch, ne? Aber da gibt es, glaube ich, nichts mehr. Ne. Aber hier ist ein Pfeil. Okay, hier kommen wir nicht rein. Gott sei Dank. Also das Spiel ist schon relativ geradlinig, finde ich gut. Zumindest noch. Dass wir hier nicht jetzt Ewigkeiten rumsuchen. Ich mache lieber das Licht aus. Der uns nicht hört. Ich war niemals hier. Warum schließt man denn das alles ab hier? Bleib da unten bitte, Gibbo. Ich bring dir deine Zigaretten. Ja, ja, ich lass dich alleine. Ist doch kein Problem, Leute. Wir können doch über alles reden, hm? Wir können doch... Oh, Knöpfchen drücken. Ich sag deiner Mami, dass du bald wieder da bist. Ja, 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 kein Problem. Jesus. Kein Problem, Kollege. Zum Wohnbereich. Genau, da wollten wir ja hin. Oh, Gott sei Dank. So, und... Vielleicht finden wir... Die Brustzigaretten. Einatmen, ausatmen, einatmen, ausatmen. Flüchte aus dem Maschinendeck. Ein Achievement. Wohnbereich. Entkomme durch die Wassertanks. Immer noch? Wärme dich am Heizkörper. Wo ist denn hier ein Heizkörper? Ist hier ein Heiz... Nein, das ist doch kein Heizkörper. Oh, ist das kalt, Leute. Can I feel my horns to move them? Just a wee minute by the heater. Hier. Oh. So, anschalten, komm. Volle Leistung. Oh ja. Kälte ist ja nicht schön. Das geht so in die Knochen. Ne? Oh, mein Rheuma. Okay. Oh, ist das schön. Oh, ist das schön. Oh, noch ein bisschen. Eine Sekunde noch, bitte, Leute. Gib mir bitte noch eine Sekunde. Mir ist so kalt. Bin gerade ganz... durchs tiefe Wasser gewartet. Ich habe so alte Füße und... Oh. Aber es ist schon besser jetzt. Ja, ja, es hilft. Okay. Ich lasse das Ding laufen für den nächsten hier. Wenn Gibbo kommt, der wird auch frieren. So, los geht's. Hallo. Is anyone here? Hello? If there's anybody here, fucking say something. Hier hat doch gerade einer um Hilfe gerufen. Verstellt, okay. Okay. Irgendjemand war noch hier. Telefon. Ich komme, Bobo. Hier. Hi. McCleary hier. Cass, it's O'Connor. I've got Bruce and Fergus with me. You know what's going on? No, but we hit something. You need to get out of there. Don't need to tell me twice. Listen. Something's wrong in engineering. It's not safe. We'll go through the legman, come up through the underrick. Rennick, better give the evacuation. O'Connor, you have to go through accommodation. It's all blocked. Do you hear me? O'Connor! Okay. Aber will denn der Rennick nicht langsam mal hier irgendwie Evakuierung anmelden? Was weiß ich? Bescheid sagen? Wie soll man denn hier? Du Heimatland. Wo sind wir? Sehen wir nicht, oder?
Gott, oh Gott, okay. I'm going Was ist denn das? Christ, that stuff is rank. Das ist nicht schön. Ah, was haben wir hier? Okay. Hi. Geht das nicht weiter auf? Doch. Achso, hier waren wir erst. Okay, machen wir zu. Da kommen wir nicht lang. Da auch nicht. Also müssen wir hier hoch. Richtung Kantine. Gibt es hier noch irgendwas? Eine versteckte Alien-Waffe oder sowas in der Art vielleicht? Okay. Kantine. Okay, das ist gut. Für Essen ist gesorgt. Wir müssen auf jeden Fall unsere Kollegen finden. What the hell? Roy! No, 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 he's not here, fuck. Have to go around the crew lounge and try the galley. Please, please be there, mate. Und das ist irgendeine Lebensform. Irgendwas ganz Komisches. Was? Wo seid ihr, Jungs? Ruft bitte. Trot. Trot. Is that you in there? Nein, ich gehe da nicht rein. Nein. Sie hat irgendwas von Poltergeist. Ich will da nicht rein. Wir gehen mal hier gucken. Christ, is there somebody back there? I need to check. Du willst unbedingt dahin, oder? Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Okay. Ihr habt es so gewollt. Trotz! Trotz, is that you? I can hear you, man. Open the door. Trotz, the door's blocked. I can't get to you. What's up, wee man? You hurt? Jesus Christ. Jesus, Trotz! Trotz! Ja. So viel dazu. Ah. Verdammt, und jetzt? Der nächste hin. Jetzt geht's aber hier zumindest mal auf. Hallo? Wir haben immer noch mieses Wetter. Verdammt. Oh. Gott, oh Gott. Und keine Rettung in Sicht. Keiner, der uns aus dieser misslichen Lage befreit. Hi. Hallo? 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 Roy? Einmal Bohnen mit Speck, bitte? Hm. Irgendwas ist da. Also, Roy. Roy, mein Freund. Hey. Bloody hell, fire! Get in, quick. Thank God you're all right. Jesus, what are you doing in here? What do you think I'm doing in here? What the bloody hell is going on? I don't know. People are dying, Roy. Dead? Who's dead? How? Douglas. Trotz, I think. I don't know, it's this thing. I think it's doing something to people. I don't know what to believe, you know what I mean? How do I really do? I saw something out on the deck. I didn't stay to look, it just scared the shit out of me. I should barricade the door. We can't hide, Roy. We have to get off this rig right the fuck now. What, without Rennick say so? Roy, did you hear Rennick? What, you think we're getting evacuated? He'd want everybody back at work if we were at the bottom of the North fucking sea. Right. The lifeboats, then? Aye. You stay. Barricade the door. Let me clear a path, and once we're ready to go, I'll come and get you, right? I'll be here, don't worry. Getting some extra prayers in. We're gonna need them. Gaz, you won't leave me. Nein. It's bloody terrifying out there. I'm not leaving you, Pat. I wouldn't blame you if you did, mate. I mean, you've got all the food in here for a start. Listen.
Get your man upstairs on the case. And I'll see you soon, right? Dann lass uns erstmal ein Eis essen. Okay. Da muss ich wohl raus, ne? Roy, mein Freund. Ich habe noch nichts gefrühstückt übrigens, ne? Banta Crepe. Okay. Gebackene Bohnen. Der hat wirklich Glück. Ist so gut, ey. Hier würde ich es auch ein paar Tage aushalten. Ganz ehrlich, Roy. Okay. Komm. Ich rette dich, mein Freund. Ich rette dich. Einer muss es ja machen. So, und dadurch. Sehr schön. Okay, Roy, du bleibst da, ich bleib hier vorn. Okay, komm, wir gehen hier raus. Rettungsboote, Helipad. Das sieht gut aus. Oh, he's pounding. Is it doing that? Ah, stuck fast. No, this goes outside. It's too dangerous out there. Da draußen ist zu gefährlich, findest du, ja? Okay. Wir quetschen uns hier ganz schnell vorbei. Ziehen. Jetzt so. Oh oh. Jesus. What the fuck's happened to them? Ich will nicht. Ich will nicht. Oh Gott. Was? Ist da jemand? Verdammt. Ah! Jesus. Ah, oh, Heat. Ah, oh, fucking hell. What is that? Oh, fuck. Maybe I can get through the laundry. Hallo? Wir gehen hier durch. Schnell ein paar Schräubchen raus hier. Und jetzt zieh. Richtiges Füßchen. Mein Gott. Oh. Okay, weiter geht's, Leute. Nützt ja nichts. Ich will ja überall hin, weißt du, aber nicht hier rein. Da tropft irgendwas von der Decke da hinten. Hallo? Anybody in here? Forties, Cromarty, Fork. Southwest 7 to severe gale 9. Occasionally storm 10 in Forties and Cromarty. Okay. Rough or very warm. Hello? Wintry showers. Moderate or poor. Time, Bugger, Fisher. Southwest 6 to gale 8. Perhaps severe. Komische Nachrichten im Radio, ne? Hau ab! Geh mit! Was zur Hölle? I'm not going back in there. What? Da sind so viele grüne Dinger, aber ich will natürlich auch hier gucken. Oh, nein, lieber nicht. Gott sei Dank ist da abgeschlossen. Okay, was ist... My dad's safe, how about you? Ausgang, Backbordseite. Oh. Junge, Junge, Junge. Was zur Hölle? So. Oh, oh. Aber?
am I gonna get done there? Zugang zu den Rettungsbooten. Finde einen Weg nach unten zu den Rettungsbooten, also zu diesen da. Du Heiligsblechle. Jetzt kommst du hier drüber. Also ich persönlich würde einfach hier bleiben, mich hinsetzen und weinen, bitterlich weinen. Aber ich glaube, das hilft nicht. Wir müssen uns hier ganz vorsichtig. Ganz vorsichtig. Nein. Scheiße. Festhalten. Halt dich fest. Noch ein Stück. Ich komme, ich komme, ich komme, ich komme. Oh, oh, oh. Lieber nicht. Nein, ich, Ach, Christ, Paul. Da, 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 da. Finde einen Weg nach unten. Das wäre natürlich, ne? Ein Seil suchen und runterklettern oder irgendwie sowas. Keine Ahnung, aber irgendwie... Oh, ich mag das nicht. Genau. Ganz genau, Rennick. Du klärst das in 15 Minuten, dann arbeiten wir alle wieder. Hast du schon mitbekommen, dass hier ein paar gestorben sind? Ist ja nicht mehr normal hier. Hey. Oh, hier geht's wohl anscheinend nicht runter. Okay, warte mal. Rennick müsste uns doch sagen können, wo es hier weitergeht. Wenn wir ihm einfach sagen, wir würden gern weiterarbeiten, aber wir müssen erstmal im Rettungsboot aufräumen oder so. Und dann, ne? Naja, ihr wisst Bescheid. So, wir sind eigentlich fast da. Wir müssen diesen gottlosen Blechhaufen hier verlassen. Und Roy retten. Mr. Roy. Oh oh. Ich ahne Schlimmes. Oh, come on. Ja. Finde ein interaktives. Ein intaktes Rettung. Shit. Oh, ja. Alter, was? Das sieht nach einem intakten Rettungsboot aus. Noch ist es da. Okay. Okay. Halte nach dem Sprung rechte Maustaste gedrückt, um etwas zu klammern. Okay, das sieht aber nicht schlecht aus da drüben. Da hätten wir auch noch eins zur Not, glaube ich, ne? Aber egal, Leute, wir müssen den Sprung wagen. Es nützt alles nicht. Augen zu und durch. Mein Kopf. Und der zweite Versuch. Hup. Also. Und oh, hör das mal auf zu wackeln. Bitte. Bitte, lieber Außerirdischer. Danke. Okay, ganz vorsichtig jetzt. Oh, 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 wie ein kleines Mäuschen. Okay, geschafft. Okay. Runter mit dir. So. Haben wir es geschafft? Haben wir es geschafft? Oh, oh. Das sieht nicht gut aus. Aber hier gibt's doch genug. Ja. Bereite das Rettungsboot vor. Okay, mache ich. Also. Remove safety pins from both arms straddles. Was soll ich machen? Die Dinger entfernen. Wieder. Und zack. Ja. Okay. One more. Jawohl. One more. Und zack. Right. So. Okay, das sollte ich schaffen.
Hebel umlegen klingt einfach. So. Und zack. Na, was? Hallo? Aber es ist doch im Wasser. Klettere wieder in den Wohnbereich. Frohe Weihnachten, Achievement. Ist das schön, ne? Ist doch nett. Aber unser Rettungsboot. Telefon. Erstmal anrufen. Nee, auch nicht. Zu Hause nicht anrufen. Jawohl, gehen wir weiter. Vielleicht gibt es ja diesmal einen kürzeren Weg. Fucking thing's locked. Warum ist hier alles abgeschlossen, verdammt? Ja? Hallo? Who's that? Rennick. It's me, Kaz. McCleary, what the fuck are you doing to my lifeboat? It's gone. It's just fell off into the fucking sea. You must have done it wrong. Fuck off, Rennick. You built this fucking thing, not me. Who's with you? Roy's in the canteen. Finley and Brody are alive. Listen to me, McCleary. Get your ass up to the chopper pad. Bring anyone else you can find too. And whatever you do, don't touch this stuff all over the bearer. I can't get back out. There's a safety door. The railings are all gone. For God's sake, do I have to tell you how to do everything? Give the door a tidy kick at the bottom. It'll open right enough. What about you? Just concentrate on getting to the pad. Don't worry about me. See, Rennick? What? Well, does this mean we're okay, like? No hard feelings. Get to fuck, McCleary. And when you get back, fuck off again. I'd be happy to see you drown, but I'm not having your death on my fucking record. Go on your cell, yo. Fud. Das ist einfach ein Arsch, oder? Na gut, aber Türen treten, um sie aufzubekommen, das kriegt man hin. Das ist unser Job, Leute. Oh, zack. So. Sehr schön. Das kriegen wir hin. So. Also, ab zum Heliport, würde ich sagen. Gibt es hier noch irgendeine Tür, die wir eintreten können? Hier ist zu. Und hier kann man auch nicht treten. Nicht? Okay. Weiter hoch. Aber da wäre doch noch ein Rettungsboot. Was ist denn damit? Ist das kaputt? Das bräuchten wir doch nur... Obwohl, da ist die Tür kaputt, oder? Und ich glaube, das wäre mir in der Situation auch scheißegal. Aber na gut. Wir können auch nicht alles haben. Morgen! Oh, oh. Okay. Komm, her damit. Ist das heiß. Oh. Scheiße! Auch noch. Komm. Ist gut jetzt? Aus das blöde Feuer. Das könnte man doch auch gleich als Waffe verwenden gegen diese Bösen. Gegen Gibbo und Co. Ich hab ne Waffe. Ich hab ne Waffe. Bada, 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 bada. Hilfe! Rettet uns! Nicht? Das können wir doch Rennick direkt ins Gesicht sprühen, das Ding, oder? Stell mal hin. Mach mal auf. Nimm den wieder. Was? Hallo? Who's that? It's Kaz, Hannes. What's going on? Jesus, I need help. I don't know what to do. What was that? Christ, something's happening to me. Oh no! Hannes! Hannes! Ennis hat einfach aufgelegt. Oh. Komm her. Nein, ich will dich werfen. Werfen ist immer besser. Geht nicht. Erstmal alles ausmucksen da oben. Na gut, egal. Komm, wir müssen hoch. So. Hoppala. Aber das Wetter scheint sich zu bessern. Kann man das zumachen? Komm jetzt zu. Geh doch zu, bitte. Danke. Oh, nicht runterfallen. Nicht runterfallen, bitte. Okay, hier kommen wir auch nicht durch. Dann wohl durch die Scheibe.
auch nicht. Okay, zum Wohnbereich. Das ist gut. Abkürzung. Oh, los. Also, die Geschichte mit dem Rettungsboot. Check. Hallo? Als nächstes müssen wir halt irgendwie... Versorgungsbereich. Den Weg zum Heli finden. Und dann natürlich versuchen, die Jungs zu retten. Das, meine lieben Freunde, machen wir dann gleich in der nächsten Folge. Zumindest versuchen wir das, ne? Wie man schon irgendwie... Danke fürs Zuschauen. Liken, abonnieren, kommentieren. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.